Wir wollen natürlich auch über Ihre Zeit bei Hertha sprechen. Sie sind dienstältester Profi bei Hertha BSC, 2007 gekommen aus der Schweiz vom FC Luzern. Sie haben viel mitgemacht, Aufstiege, Abstiege. Sie haben unter Favre damals noch um die Meisterschaft mitgespielt. Was war so die prägendste Zeit bei Hertha BSC für Sie? Ja, ich glaube, dass die zwei Aufstiegsjahre prägend waren, weil man, glaube ich, mit einem sehr souverän, obwohl man die beste Mannschaft hatte, das muss man auch sagen, sehr souverän durch die zweite Liga gegangen ist, beim letzten Aufstieg sogar einen 9-Punkte-Rekord aufgestellt hat. Wir haben in 34 Spielen nur zweimal verloren. Das sind so Sachen, die bleiben natürlich in Erinnerung. Und jetzt auch diese Hinrunde mit 28 Punkten hat angefangen mit dem 6-1 gegen Frankfurt und hat aufgehört mit dem 2-1 in Dortmund, war natürlich schon so ein Highlight das halbe Jahr jetzt, weil ich glaube, niemand, auch wir selber nicht unbedingt mit so einer Hinrunde gerechnet haben. Und wir uns das natürlich auch stolz macht, weil wir gezeigt haben in jedem Spiel bis jetzt, dass wir Bundesliga-tauglich sind, dass wir konkurrenzfähig sind. Und das stimmt uns auch positiv für die Zukunft. Ihr Vertrag läuft ja bis 2017. Mhm, dann wären Sie 10 Jahre hier. Sie sind natürlich auch noch relativ jung, sehr jung, um genau zu sein. Welcher Verein würde Sie da noch mal reizen? Oder könnten Sie sich auch vorstellen, bei Hertha BSC Ihre Karriere zu beenden? Ist noch weit hin, aber der Gedanke ist ja vielleicht da. Ja, ich glaube, wenn man mittlerweile schon im 7. Jahr jetzt hier ist, dann kann man sich auch vorstellen, noch länger zu bleiben, glaube ich. Ich fühle mich in Berlin sehr wohl, in der Stadt, wo man sich nur wohlfühlen kann. Ich fühle mich beim Verein sehr, sehr wohl. Und deswegen läuft mein Vertrag bis 2017, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt.